Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials, meine Lieben. Heute beschäftigen wir uns mit einer ganz besonderen Anschlagstechnik, und zwar mit dem elastischen Maschenanschlag oder auch mit der Fußschlinge. So kennen das die meisten von euch. Ich habe die Woche ein Video auf Instagram veröffentlicht und deswegen bin ich darauf gekommen, das zu machen. Ich habe einen Cardigan gehäkelt und musste eine relativ lange Luftmaschenkette machen und hatte keine Lust, dass sich das verdreht. Und heute zeige ich euch mit drei Techniken, wie ihr das verhindern könnt. Und zwar einmal mit festen Maschen, einmal mit halben Stäbchen und einmal mit ganzen Stäbchen. Wenn du die Technik kennst, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Und für alle anderen, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche eure Lieblingstechnik ist. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Video und los geht's. Wir starten mit den festen Maschen. Wir starten mit einer Anfangsschlaufe. Und ich nehme heute mal extra etwas dickeres Garn, damit ihr das Ganze besser erkennt. Jetzt häkelt ihr zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Stecht in die erste Masche ein, holt den Faden durch die Schlaufe, locker ziehen, eine Luftmasche und beide Schlaufen abschlaufen. Jetzt stecht hier vorne durch die ersten beiden Maschenglieder, das vordere und das hintere Maschenglied. Faden durchholen, locker ziehen, eine Luftmasche und beide Maschen abschlaufen. Das Wichtige hieran ist wirklich, ihr müsst den Faden immer locker auf der Nadel haben und auch die Schlaufen immer schön etwas locker ziehen. Eine Luftmasche. Hier ist eure nächste feste Masche und beide Maschen abschlaufen. Durch beide Maschenglieder. Faden holen, locker ziehen, eine Luftmasche und abschlaufen. Faden durch die Masche holen, eine Luftmasche, feste Masche. Und ihr seht, ihr habt wirklich einen schönen elastischen Anschlag, der sich wirklich sehr gut eignet zum Weiterverarbeiten. Und ihr seht auch, ihr habt keine verdrehten Maschen, ihr habt ein schönes, sauberes Maschenbild. Und ich mag diesen Anschlag sehr gerne. Das ist unser erster Anschlag und jetzt geht es weiter mit halben Stäbchen. Weiter geht's mit der zweiten Variante. Jetzt zeige ich euch, wie ihr dasselbe mit halben Stäbchen macht. Wir starten wieder mit einer Anfangsschlaufe. Häkeln zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Jetzt macht ihr einen Umschlag, stecht in die erste Masche ein, holt den Faden. Locker ziehen und weiter geht's. Faden auf die Nadel, in die Masche einstechen, Faden zurückholen, locker ziehen. Eine Luftmasche, alle drei Maschen abschlaufen. Faden auf die Nadel, wieder in die unterste Masche einstechen, Faden zurückholen, eine Schlaufe, häkeln, eine Luftmasche. Und alle drei Maschen abschlaufen. Und auch hier wieder schön drauf achten, locker häkeln. Faden auf die Nadel, in die unterste Masche einstechen, Faden zurückholen, locker ziehen. Eine Luftmasche, damit wir dann die nächste Masche häkeln können. Und alle drei Maschen. Hier seht ihr schön eure halbe Stäbchenreihe. Hier unten sind eure Maschen und ihr seht, wie schön sauber das aussieht. Und ihr habt einen wirklich schön sauberen Maschenanschlag. Und das Ganze können wir jetzt natürlich auch mit der dritten Variante mit Stäbchen genauso machen. Wir fangen wieder an mit einer Anfangsschlaufe. Starten mit zwei Luftmaschen. Eins,
und 2 Faden auf die Nadel in die erste Masche durch beide Maschenglieder einstechen, Faden durch die Masche zurückholen, leicht locker ziehen, durch die erste Schlaufe, da häkeln wir wieder unsere nächste Masche, in die wir dann stechen, und jetzt durch die ersten 2 Schlaufen und durch die zweiten 2 Schlaufen. Faden auf die Nadel, in die unterste Masche einstechen, durch beide Maschenglieder, Faden zurückholen, locker ziehen, durch die ersten 2, Faden locker ziehen, eine Luftmasche, durch die ersten 2 und durch die zweiten 2 Maschen, Schlaufen, Entschuldigung. So, Faden auf die Nadel, wieder in die unterste Masche, durch beide Maschenglieder, Faden zurückholen, eine Luftmasche, die ersten 2 Schlaufen und die zweiten 2 Schlaufen, Faden auf die Nadel, in die unterste Masche einstechen, Faden zurückholen, durch die erste Schlaufe und jetzt 2-mal abschlaufen. Also wirklich ganz einfach. Und ihr könnt euch euren Maschenanschlag individuell raussuchen, den ihr gerade braucht. Und garantiert habt ihr keine verdrehten Maschen mehr. So, hier habt ihr jetzt eure Reihe mit Stäbchen. Wirklich sehr schön elastisch. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Quick-Tipp gefallen, für die, die es noch nicht wussten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir ein Like, einen Kommentar und ein Abo meines Handarbeit-Kanals freuen. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.